Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pacific Drive. Ihr Lieben, in der letzten Folge sind wir hier bei der Tankstelle stehen geblieben. Wundert euch bitte nicht, ich hatte das Spiel kurzzeitig mal ausgemacht und das Problem ist, es kann nicht speichern, wenn wir in einer Mission sind. Deswegen habe ich gerade, ich steig mal kurz ein. Ah, ich glaube, das ist besser. Habe ich jetzt gerade bis hierhin gespielt und mir ist aufgefallen, die Map bzw. dieses Level verändert sich, wenn wir jedes Mal reinspawnen. Das bedeutet, es ist alles ein bisschen anders als in der letzten Folge. Ein ganz großes Sorry dafür. Ich glaube, bei diesem Spiel muss ich besser einen Plan machen, wann ich das aufnehme, dass ich auch die Levels durchsuchen kann, anstatt zwischendurch immer mal kurz rauszugehen. Es läuft auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde sagen, Tankstelle ist das Hauptsache. Ich war jetzt... Ups. Ich wollte eigentlich nach oben scrollen. Ich war hier oben schon. Hier bin ich lang gefahren. Dann hatte ich die Teile durchforstet. Hier war ich noch nicht. Da müssen wir auch noch hingehen und dann sind wir eigentlich nur noch hier nach unten und dann das. Und dann sind wir durch. Eigentlich. Grob geschätzt. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Hier wollen wir raus. Es stürmt gerade. Na super, jetzt habe ich auf der Karte was markiert. X. Ah, danke. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal die Tankstelle begutachten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das hat sich hier auch ein bisschen verändert. Da komme ich gerade nicht hin, weil das irgendwie eine Anomalie ist, die da ist. Eine Tankstelle. Oh, interessant. Also ja, eine Tankstelle wissen wir. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich werde mal kurz die Effekte minimal runterschrauben, auch wenn sich das geil anhört. Aber ich glaube, das zwiebelt doch schon ganz schön in den Ohren. So. Die Tankstelle hatten wir noch nicht. Hallo. Ich komme in Frieden, glaube ich. Ich glaube, da hier ist eine Anomalie drin. Bisschen Schaden habe ich aber auch schon genommen, ne? Ja. Wie soll ich denn das schaffen? Aber interessant, dass es sich wirklich je nach, wenn man wieder rein joint, dann verändert. Oh, hier beginnt die Anomalie. Ich weiß noch nicht, was ich groß mit den Anomalien machen kann. Ich hatte hier noch eine kleine Dose. Na gut, die heilt ein bisschen. So. Eigentlich könnte ich ja das hier so hinpacken und die Sprechstange. Leute, das ist eine Sprechstange. Die Gute spricht mit euch. Plastik. Grün ist, glaube ich, mein Charakter hat sich gerade bewegt. Und wir steigen mal ein. Ich glaube, ich fahre nach hinten, begutachte mal dieses eine Teil hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich keine Wegmarkierung mehr habe. Aber okay, das passiert, wenn man
zwischendurch mal das Spiel pausiert. Schade, dass man nicht zwischendurch wirklich speichern kann. Ich fahre erstmal zu diesem einen Funkturm. Sollte ich durchfahren? Okay, hat aufgehört. Ich hätte eine Wegmarkierung. Guck mal, da ist es. Das eine Teil, was wir brauchen, hier schleicht eigentlich noch so ein Typ rum. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aussteigen, mein Freund. Sehr schön, eine Anomalie haben wir. Looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Jetzt haben wir es. Sehr schön. An antenna tower, up on a hill somewhere. Gut, mein Fahrzeug scheint... Okay, ich glaube, ich hab's. Gut. Ja, steht, glaube ich, die fest. Oh, my. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem Maintenance Manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid-zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident Party Pooper. So. Das machen wir doch einfach mal hier auf. Das nehmen wir alles mit, damit wir unser Fahrzeug bebauen können. Darauf freue ich mich schon, dass wir unser Fahrzeug modifizieren können. Hier ist noch eins. Signalpistole, sehr schön. Ah, die Teile müssen eigentlich auch mal durchgehen. Er ist immer noch elektrisch aufgeladen. Wie mache ich denn das? Alles begutachten, was wir haben.
Was ist denn da oben? Ich würde gerne speichern. Vor langer Zeit wurde der Zugang zum Sperrgebiet streng überwacht. Außerdem gab es in regelmäßigen Abständen Kontrollposten. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um die Bewegung der Mitarbeiter zu überwachen und sicherzustellen, dass diese das Sperrgebiet sicher durchqueren könnten. Die Kontrollposten ermöglichten es der Ardar, sämtliche Fahrzeuge zu überwachen und Rettungsteams auszusenden, wenn der Kontakt zu Fahrzeugen abgebrochen war. Als Reaktion auf die Launen und Gefahren des Sperrgebiets konnten instabile Gebiete abgeriegelt und sichere Routen geöffnet werden. Zu Beginn waren Eindringlinge vielleicht das größte Problem, aber in diesem zunehmend unberechenbaren Teil der Welt Weltgenossen verschwunden oder schnell hohe Priorität. Heutzutage nutzen die. Alles klar. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr rein. Das ist die andere Ecke. Ja, ich bin ja diesmal von unten irgendwie gekommen. Oder bin ich von oben gekommen? So, da vorne ist T-Net unterwegs. Oh, sehr schön. Oh, wir machen aus dir ein wunderschönes Auto. Warum kann ich hier immer alles begutachten? Kann mir das einmal mal sagen? So, Fahrzeug sieht noch stabil aus. Das hier oben haben wir. Ach, das, von da kam ich raus. Ich trottel. Gut, wir müssen hier nach unten hin. Das ist die Tankstelle. Da hatten wir diese Anomalie, wo wir momentan nicht hinkommen. Gut, ich würde sagen. Let's go. Okay, mein Motor läuft. Hört sich so ein bisschen an, als ob ich einen Platten habe, ne? Oh, ja, die Anomalie schnell durch. Das war jetzt wesentlich harmloser. Lag es am Sturm vielleicht? Wartet mal kurz. Komme ich da jetzt hin? Mach auf. Schnell raus, das tut weh. Ja, bin weg. Die nehmen wir doch gerne. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Schade, dass man wirklich nicht zwischendurch speichern kann. So, da oben ist es.
Ich sollte Fahrzeug und Kuh mitnehmen. Ich hätte ja an der Tankstelle, ihr wisst schon, ne? Tanken können. Das war knapp. Cool, mehr können wir nicht. So, natürlich werden wir hier alles mitnehmen. Bitte bleib da. Ich hoffe, der wandert nicht. Kann ich dann so ein pinkes Fahrzeug bauen? Ja, der ist immer da, wo er erschienen ist. Schön mitnehmen. That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Ja, da sind wir, da kommen wir gleich hin. Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Sag bloß, ich muss alle Teile vom Fahrzeug scannen. So, haben wir. Okay, ich glaube, das wird nichts. Oh, blau, noch besser. So, lieber sehr viel Ressourcen mitnehmen und dann ein bisschen mehr was vollbringen, als nichts zu haben und dann eine Arschkarte zu haben. Ne? Ich glaube, ich sollte alles wirklich vorher scannen. Ich glaube, die sind nämlich alle so ein bisschen immer unterschiedlich. Habe ich das Gefühl. Bei den Reifen zumindest. So, kommt, wir fahren hin. Aber Ressourcen. Beutelchen wird mir wieder eine Nackenschelle geben, wenn ich nicht alles einsammle. Okay, das will er nicht mehr haben. So, mein Teil ist auch gleich wieder Schrott. So, kommt, wir wandern weiter. Ja, ein bisschen viel haben wir geholt. Habe ich eigentlich eine Hupe hier?
Hat mir das Fahrzeug gerade angezeigt, wenn er über Schlamm fährt? Unten das Symbol, wo das Auto ist und das erste Hefeteil. Oh, was ist das denn? Eigentlich habe ich das so eingestellt, dass es gefahrlos gehört werden kann, aber ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich das wirklich machen sollte. Kann ich die eigentlich? Nein. Hui. Oh, warte, nein. Nein. Komplett vergessen. Aber erstmal alles aufmachen, das ist schön. Die nehmen wir doch mit. So, da nach oben wollen wir. Ui. Wir sind da. So, was soll ich holen? Rundfunksender. Gehen wir jetzt live? Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Okay. Wir müssen also jetzt hier raus. Da komme ich nicht rein. Ich habe immer das Gefühl, dass da jetzt irgendwas kommt von hinten, dieses mächtige laute Geräusch. Mächtig. Was habe ich hier? Oh, Kisti, mitgenommen. Gut, dann wollen wir mal auf das Gerät schauen. Also ich glaube, wir haben doch schon gute Ressourcen mitgenommen. So, du kommst mal hier hin. So. Okay, doch nicht. Hey, Hoppy, like, look, I keep thinking, the way you're helping our friend here right now seems positively helpful. I, seems like me, you're looking to turn a new leaf or something? The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Hoppy, darling, you never give in this easily.
What's going on? Francis? Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend, a role model. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, good luck out there. And watch out for the bunnies. They are a doozy. Okay, wir müssen jetzt zu den Ankerpunkten. Ich glaube, das sind die glänzenden Gelben, genau. Die Gelben. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich kann meinen Kopf um 360 Grad drehen. Au. So. Boah. So, dann wollen wir mal eine Runde runter zu den gelben Ankerpunkt. Ach du, mein Gott, fuck it, das hier. Dass das Fahrzeug überhaupt aushält. Irgendwas schwebt doch hier die ganze Zeit um mich herum. So. Oh, das war knapp gerade. Komm, ja, dreh dich weiter. Ja. Gut. Das gute Ding müsste ja dann hier sein. So, Fahrzeug halt. Stopp. Was piept denn hier immer so? Wir gehen mal kurz hier. Ich dachte gerade, hier wäre ein Pfeil. Wir gehen mal kurz hier rein. Okay, nein. Alles klar. Hier ist nichts. Da ist ein... Muss ich mit meinem Fahrzeug dahin? Wir haben die Standardisierung des Austauschs. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face recently. Oh Gottes Willen, das tut weh. The Arc device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. Lass mich rein!
Ich bin sowas von bereit zu verlassen. Into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Wo ist die Lichtsäule? Ja, Jimmy, nehm mein Fahrzeug. Eieieiei. Oh, ich muss Tempo machen. Scheiße. Komm schon. Ja. Och du Heilige. Alter Falter, mein Auto rutscht hier. Okay. Einfach mal durch den Wald. Ach du Heilige. Oh, well, well. You're alive. We're certain if the zone didn't get you, that gateway would. Hmm. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. Toll, danke. You should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Bombe. Ich bin nur ganz knapp vom Lebendtier zurückgekommen. Aber meine Lieben, ich würde sagen, wir werden hier ein Folgenpause machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.